Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir treten nach einer umfangreichen und wohlverdienten Mittagspause wieder ein in die Sitzung, fahren fort mit Tagesordnungspunkt 46. Das ist der Antrag der Fraktion der AfD, Erhalt der Identität der gewachsenen deutschen Hochschullandschaft, Rückkehr zu den Abschlüssen Diplom, Magister und Staatsexamen, Drucksache 20-2783. Es ist der Setzpunkt der AfD. Lieber Herr Dr. Grobe, ich darf Ihnen für Ihre Fraktion das Wort erteilen. 10 Minuten sind vereinbart. Bitte schön. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Lassen Sie uns den Ist-Zustand unseres Landes betrachten. Fast jedes vierte Unternehmen hat bereits Kurzarbeit angemeldet, mit dem Resultat, dass sich derzeit in Deutschland 10,1 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit befinden. Die Arbeitslosigkeit ist binnen eines Jahres um 400.000 auf 2,64 Millionen angestiegen, und es werden wohl leider noch Millionen hinzukommen. Denn Konjunkturprognosen gehen von einem Einbruch des Bruttoinlandsproduktes von mindestens 7% aus. Das sind über 240 Milliarden Euro. Es droht ein historischer Wirtschaftsrückgang, bei dem uns allen Angst und Bange werden sollte. Zumal Volkswirte der Allianztochter Euler Hermes mit mindestens 10% mehr Unternehmensinsolvenzen als 2019 rechnen. Der massive Rückgang der Wirtschaftsleistung, bei der die Corona-Krise nur der Auslöser war, eröffnet uns die Chance, vieles zu überdenken und künftig besser zu machen. Denn es muss uns, und ich denke, da sind wir uns alle einig, darum gehen, dass wir Deutschland und Hessen wieder schnellstmöglich wirtschaftlich auf die Beine stellen. Und dazu bedarf es aller Bereiche, auch der Hochschulen. Ein Mittel dazu ist, dass wir zu den Abschlüssen Diplom, Magister und Staatsexamen zurückkehren. Sehr geehrte Damen und Herren, es hat sich herausgestellt, dass es ökonomisch und wissenschaftlich falsch war, das weltweit anerkannte Markenzeichen des deutschen Diploms im Zuge der Bologna-Reform durch den unbestimmten Begriff des Masters sowie des noch niedrigen Bachelors zu ersetzen, zumal der akademische Grad des Diploms für eine fundierte und hochwertige Ausbildung steht. Es ist bereits so weit gekommen, dass Hochschulinformationsportale darauf hinweisen, dass das, Zitat, Bachelorstudium nicht mit der gleichnamigen RTL-Serie zu verwechseln sei. Dort stehe der Begriff für die Bezeichnung Junggeselle, Zitat Ende. Wenn das aber schon erklärungsbedürftig ist, sollte man sich auch mal fragen, ob der Titel Bachelor überhaupt zu mehr als zur Partnerwerbung auf Singlebörsen taugt. Ein kleiner Geschichtsexkurs. Sicherlich bezeichnete man vom Mittelalter an bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts den Inhaber des untersten akademischen Grades als Baccalaureus, ein Grad, der aber nur mit dem Abitur vergleichbar ist, mehr nicht. Gerade das Gütesiegel Diplom-Ingenieur stand und steht in Deutschland seit 1899 für einen Studienabschluss mit einer hohen Reputation im In- und Ausland. Nicht umsonst steht der Begriff Ingenieur, stammt der Begriff Ingenieur vom lateinischen Ingenium, was Geist bzw. Genie bedeutet. Im 19. Jahrhundert kämpfen die technischen Hochschulen jahrzehntelang um Reputation, und das, obwohl sie die Avantgarde des Maschinenzeitalters waren. Die Universitäten und Bildungsbürger ließen dies nicht zu. Erst die Einführung des akademischen Grades Diplom-Ingenieurs führte zu einer Gleichberechtigung unter den Hochschulen. Soll dies alles umsonst gewesen sein? Meine Damen und Herren, für den Aufsichtsratsvorsitzenden von Linde und Continental, Prof. Wolfgang Reitzle, ist der akademische Grad des Diplom-Ingenieurs, Zitat, eine deutsche Marke mit internationaler Strahlkraft. Er steht für höchste Qualität, Präzision und Verlässlichkeit und damit für die Werte und Tugenden, für die unser Land in der ganzen Welt respektiert und anerkannt wird. Auch innerhalb der Bevölkerung ist das Ansehen des Ingenieurs weiterhin sehr hoch. Denn diese weiß, dass gerade Ingenieure maßgeblich dazu beigetragen haben, dass es Deutschland so gut ging. Und das sollte uns besonders zu denken geben. Mit der Einführung der neuen zweitrangigen Bildungsabschlüsse Bachelor und Master wurde, man kann es nicht anders sagen, die Reputation des deutschen Akademikers national wie international geschädigt. Der ehemalige sächsische Wissenschaftsminister Prof. Hans-Joachim Mayer nannte die Reform daher auch ideologische Rosttäuscherei.
Vielleicht war es dieser Erkenntnis geschuldet, dass auch weiterhin an den sächsischen Hochschulen in Chemnitz, Dresden, Freiberg, Leipzig, Mittweida, Zittau-Görlitz und Zwickau grundständige Studiengänge mit dem Abschluss Diplom-Ingenieur angeboten werden. Selbst in Hessen existieren an der Kunsthochschule Kassel sowie an der Hochschule Darmstadt Diplomstudiengänge, leider nur für Produkt-, Industrie- und Kommunikationsdesign. Warum nur dort? Und ist dies mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz vereinbar? Dies gilt übrigens auch für das Staatsexamen. Warum wurde dieses einerseits für das Lehramtsstudium in einigen Bundesländern abgeschafft, andererseits für Mediziner und Juristen beibehalten? Gibt es hier primi inter pares? Gerade vom Ansehen und vom Erfindungsgeist des Exportartikels Diplom-Ingenieur hängt letztlich auch die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland ab. Nicht von ungefähr vergeben Frankreich und Österreich weiterhin den akademischen Grad des Diplom-Ingenieurs. Dort hat man sich von der Globalisierung nicht jedes Detail seiner Tradition streitig machen lassen. Beide Staaten wissen nämlich, dass dieses Markenzeichen für höchste Qualität steht. Professor Ernst Schmachtenberg, der derzeit die TU Darmstadt berät, stellte fest, dass kein Automobilhersteller nach Einführung neuer Fertigungsprozesse die bewährte Marke seiner Fahrzeuge, als Beispiel nannte er den Stern von Mercedes, ändern würde. Zitat Ende. Denn das käme einem wirtschaftlichen Selbstmord gleich. Es war daher nicht verständlich, dass in Deutschland aus einem etablierten und international angesehenen akademischen Grad ein globaler Massenartikel gemacht wurde und auch unsere hessische Regierung nicht den Mut bewies, zu den Ursprüngen zurückzukehren bzw. wenigstens parallel zu den neuen Abschlüssen auch die traditionellen zu vergeben. Herrschte hier die Angst vor, dass Bachelor und Master wieder in den Hintergrund rücken und die Reform sich als unsinnig erweisen würde, meine Damen und Herren? Hinzu kommt, dass der Grad Bachelor eine Internationalität suggeriert, die er aber überall nicht anerkannt ist. Die Hoffnung auf eine internationale Vergleichbarkeit durch die Bologna-Reform haben sich teilweise in Luft aufgelöst, meine Damen und Herren. Unter anderem wird das Schmalspurwissen des deutschen Bachelors beispielsweise in Großbritannien wie in den USA nur bedingt anerkannt. Dort entscheiden die Universitäten selbst, inwieweit sie ausländische Bachelor akzeptieren. Hinzu kommt, es bei Auslandssemestern nicht selten zu Problemen, da die Kurse, die der Student belegen muss, nicht in jedem Semester angeboten werden. Ein weiteres Argument gegen den Bachelor ist die Verschulung des Studiums, die keine Entfaltungsmöglichkeiten an den Universitäten zulasse. Dies war und sollte auch ein Charakteristikum der Fachhochschulen bzw. der sich neudeutsch University of Applied Science nennenden bilden. Hier aber mit dem Schwerpunkt, berufsorientiert auszubilden. Aber auch hier sollte der akademische Grad Diplom-Ingenieur vergeben werden, und zwar wie früher mit dem Zusatz FH bzw. nun UAS. Die Universitäten sollten dagegen ihr wissenschaftliches Profil stärken und vermehrt forschungsorientiert ausbilden. Indem auch diese den akademischen Grad des Diplom-Ingenieurs vergeben, bilden sie damit das Selbstverständnis der Ingenieurwissenschaften zukunftsorientiert ab. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam dafür eintreten, dass neben dem aktuellen Titel Bachelor und Master auch die bewährten Grade Diplom, Magister und Staatsexamen vergeben werden können. Zumal es kostet auch nichts. Das heißt, der Aufwand ist null und der Gewinn für unsere Wirtschaft und das Markenzeichen Made in Germany wäre enorm. Gerade der akademische Grad des Diplom-Ingenieurs ist Garant für Wettbewerbsfähigkeit. Vergessen wir auch nicht, dass die heutige Generation einen Anspruch auf einen akademischen Abschluss mit internationalem Renommee hat. Lassen Sie mich mit dem Freiheitsdichter Schiller schließen. Gleich sei keiner dem anderen, doch gleich sei jeder dem Höchsten. Wie das zu machen? Es sei jeder vollendet in sich. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Dr. Grobe. Nächste Rednerin ist die Kollegin Wissler, Vorsitzende Fraktion DIE LINKE.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auf Antrag der AfD diskutieren wir heute über die Bologna-Reform. Die AfD beantragt die Rückkehr zu den Abschlüssen Diplom, Magister und Staatsexamen, wobei letztere sowieso erhalten geblieben sind und gar nicht abgeschafft wurden, wie die AfD behauptet. Aber bekanntermaßen lassen sich durch Tatsachen ja in Ihrem Weltbild nicht beirren, meine Damen und Herren. Ich habe Ihren Antrag gelesen, da steht es drin, Herr Grube. Die AfD begründet ihre Bologna-Kritik mit der Identität der gewachsenen deutschen Hochschullandschaft. Nun gibt es viele Gründe, die Bologna-Reform zu kritisieren. Aber der AfD geht es nicht um die Belastung von Studierenden, nicht um die zunehmende Ökonomisierung von Hochschulen, nicht um die fehlende soziale Durchlässigkeit. Ihnen geht es einmal mehr um krude Deutschtümelei und vermeintliche deutsche Identität. Und die AfD bezieht sich in ihrem Antrag und ja auch in ihrem Programm positiv auf Wilhelm von Humboldt und das Humboldtsche Bildungsideal. Dabei steht das in einem krassen Widerspruch zum Welt- und Menschenbild der AfD. Humboldt sah in Universitäten einen Ort, an dem sich selbstbestimmte autonome Individuen als Weltbürger entwickeln und frei entfalten sollten. Als Weltbürger wohlgemerkt, nicht als Reichsbürger. Und die AfD, Herr Dr. Grobe, als Burschenschafter ganz besonders, Sie stehen hingegen ja eher für Chorgeist, für geistige und nationale Enge. Und um mal Humboldt zu zitieren, wenn Sie ihn in Ihrem Antrag schon positiv erwähnen, möchte ich Ihnen mal ein Zitat von Humboldt vorlesen. Der hat nämlich geschrieben, wenn wir eine Idee bezeichnen wollen, die durch die ganze Geschichte hindurch sichtbar ist, so ist es die Idee und das Bestreben der Menschheit, die Grenzen, welche Vorurteile und einseitige Ansichten aller Art feindselig zwischen die Menschen gestellt, aufzuheben und die gesamte Menschheit ohne Rücksicht auf Religion, Nation und Farbe als einen großen, nahe verbrüderten Stamm, als bestehendes Ganzes zu behandeln. Das ist Wilhelm von Humboldt. Nur, falls der AfD diese linksgrün versifft anmutende Multikulti-Aussage Humboldts bisher nicht bekannt war. Also, ohne Humboldt verklären zu wollen, aber sein Streben nach einer menschlichen Gesellschaft dergleichen steht im krassen Widerspruch zu alledem, was Sie sagen. Und noch weitergehend, die Wilhelm von Humboldt Stiftung bezeichnet Humboldt übrigens sogar als einen Vordenker der Geschlechterforschung oder Genderforschung, wie Sie zu sagen pflegen, gegen die Sie hier dauernd polemisieren. Er hat sich mit Geschlechterforschung ja, sehr früh auseinandergesetzt. Bei Humboldt heißt es, so viel Welt als möglich in die eigene Person zu verwandeln. Das ist im höheren Sinn des Wortes Leben. Bei Ihnen geht es ja eher um möglichst Abschottung von der Welt und kulturelle Vielfalt und kultureller Austausch sind Ihnen ja generell ein Graus. Humboldt setzte sich für akademische Freiheit in der universitären Ausbildung ein, für eine universitäre Ausbildung, die keine berufsbezogene, sondern eine von wirtschaftlichen Interessen unabhängige Bildung sein sollte. Und dabei legte er besonderen Schwerpunkt auf die Philosophie. Er hat gesagt, das ist eine Art Grundwissenschaft, die auch die anderen Disziplinen verbinden sollte. Er beschäftigt sich auch sehr intensiv mit Sprachwissenschaften. Das sind ja alles Fachbereiche, die bei Ihnen jetzt nicht so große Wertschätzung erfahren, sondern die Sie in der Regel verhöhnen. Und was die AfD vom Thema Freiheit von Forschung und Lehre und auch von demokratischen Entscheidungsprozessen an Hochschulen hält, das haben wir ja hier oft gemerkt, wenn Sie skandalisiert haben, dass eine Gesellschaftswissenschaftlerin Präsidentin einer technischen Universität wird, demokratisch gewählt, wohlgemerkt, wenn Sie gegen Forschungsprojekte stänkern, die nicht in Ihr Weltbild passen, den Klimawandel leugnen und ganze Wissenschaften verunglimpfen, dann zeigen Sie doch, was Sie halten von der freien Forschung und Lehrung und von der akademischen Unabhängigkeit. Meine Damen und Herren. Und Herr Grobe, weil Sie hier die Magisterabschlüsse so vor sich hertragen, also ich sage mal so, ein Magisterabschluss ist ja auch kein Garant für Lernerfolg. Schauen Sie sich an, Sie haben Geschichte studiert und sind heute bei der AfD. Das eine oder andere Seminar offensichtlich nicht besucht. So viel zur AfD. Nun einige Einschätzungen der LINKEN zur Bologna-Reform.
Vor 20 Jahren verabschieden die europäischen Bildungsminister die Bologna-Erklärung, und das war der Beginn einer sehr grundlegenden Hochschulreform. Der Bologna-Prozess orientierte sich an der Lissabon-Strategie, die vorsah, die EU zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt werden sollte. Bei der Umgestaltung der Hochschulen stand also nicht etwa die soziale Durchlässigkeit oder die Demokratisierung im Vordergrund, sondern Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigungsfähigkeit. Und in der Praxis hieß das vor allem eine Verkürzung von Studienzeiten, die Reduzierung der Studieninhalte. Die Studiengänge wurden stärker auf eine Arbeitsmarktbefähigung ausgerichtet. Und bei der Entrüppelung der Lerninhalte landete die kritische Wissenschaft als Erstes auf dem Müll. Praxisnähe wurde das genannt, und gegen Praxisnähe hat niemand etwas. Aber die europäischen Regierungen haben die wirtschaftlichen Interessen zum Maßstab für die neoliberale Gestaltung der Hochschulen gemacht. Und mit der Bologna-Reform wurde ein zweistufiges System von Bildungsabschlüssen eingeführt. Nach dem Bachelor wurde eine weitere Bildungshürde eingeführt, der Master, der einer kleinen Elite vorbehalten bleiben sollte. Eine Abwertung eines Großteils der Akademikerabschlüsse und Eliteförderung für eine privilegierte Minderheit. Die Modularisierung führte zu einer Verschulung und Verdichtung des Studiums, lässt wenig Platz für selbstbestimmtes Lernen und führte zu einem Übermaß an Klausuren und Prüfungen. Und so wurde das Studium zur Punktejagd. Es ist nicht selten, dass Studierende eine 40-Stunden-Woche haben, wohlgemerkt ohne Jobben und ganz zu schweigen von politischen, familiären und kulturellen Engagement. Zwei Drittel aller Studierenden müssen arbeiten, um ihr Studium zu finanzieren. Das kollidiert mit Anwesenheitspflichten bei Seminaren und engen Prüfungsrhythmen. Und immer mehr Studierende leiden unter dauerndem Stress, Überforderung und Leistungsdruck. Durch Bologna sollte die internationale Mobilität von Studierenden gefördert werden. Aber Mobilität ist nachweisbar abhängig vom sozialen Hintergrund. Ein niedriges BAföG, viel zu hohe Mieten, zu wenig Plätze in Studierendenwohnheimen, alles das erschweren Hochschulwechsel und Auslandssemester. Und auch für das Hochschulpersonal hat sich die Situation mit der Reform eher verschlechtert. Die Betreuungsrelation ist schlechter geworden, immer mehr Verträge sind befristet. Und deswegen wäre dringend nötig eine Reform der Reform. Erstens. Der Lerndruck muss reduziert werden. Lernen braucht Raum, Lernen braucht Zeit. Studiengänge müssen auf ihre Studierfähigkeit überprüft werden, und allen Studierenden muss das Recht gegeben werden auf ein Teilzeitstudium. Und Frau Ministerin, während der Corona-Krise gilt das ganz besonders. Angesichts der lange geschlossenen Bibliotheken, angesichts der Finanznöte, fehlende Kinderbetreuung, ausgefallene Seminare, wir müssen den Studierenden in Hessen die Möglichkeit geben, Prüfungen zu verschieben und nachzuholen, damit sie eben das nicht alles in diesem Semester machen müssen, wo sie ohnehin schon sehr beansprucht sind. Zweitens. Soziale Durchlässigkeit muss zum wichtigsten Ziel europäischer Hochschulpolitik sein. Der Anteil von Studierenden aus finanzschwachen Elternhäusern muss gesteigert werden. Und ja, Chancengleichheit bedeutet natürlich auch Geschlechtergerechtigkeit an den Hochschulen zu verankern. Da ist insbesondere bei den Professorinnen und Professoren noch eine Menge zu tun. Drittens. Der Master muss zum Regelabschluss werden. Weder Quote noch Note dürfen die Zulassung zum Masterstudium beschränken. Zu wenige Masterstudienplätze bedeutet soziale Selektion und Bildungsabbau. Und viertens. Eine Studienreform muss zu mehr Qualität im Studium führen. Dazu fehlen die notwendigen finanziellen Mittel. Eine qualitative Studienreform geht nur mit mehr Geld und einer besseren Personalausstattung. Und natürlich müssen wir auch über die Demokratisierung der Hochschulen reden, über die Stärkung der akademischen Selbstverwaltung, weil die Demokratie an den Hochschulen in den letzten Jahren abgebaut wurde. Unter dem Deckmantel des Bologna-Prozesses wurde Bildungsabbau und Demokratieabbau an den Hochschulen vorangetrieben und weitere Bildungshürden geschaffen. Das ist unsere Kritik am Bologna-Prozess. Aber auch vor Bologna waren die deutschen Hochschulen weit davon entfernt, vom Bildungsideal Humboldts entfernt und sozialer Durchlässigkeit. Das deutsche Bildungssystem gleicht einem Flaschenhals, und das lange vor dem Hochschulzugang. Bereits in frühen Jahren, und zwar viel zu früh, wird entschieden, welche Schulform ein Kind besuchen soll. Bildung ist in Deutschland immer noch abhängig von der sozialen Herkunft, und das muss sich ändern, wenn Bildung die Entfaltung der persönlichen Fähigkeiten fördern soll, meine Damen und Herren. Unser Schulsystem kompensiert die unterschiedlichen Startchancen von Kindern nicht, sondern
verfestigt sie und setzt auf soziale Auslöse. Zusammenfassend, die Bologna-Reform ist grundsätzlich zu kritisieren, aber die AfD hat auch dazu nichts Sinnvolles beizutragen. Die Bildungspolitik der AfD steht nicht in der Tradition Humboldts, sondern vielleicht eher in der Tradition der Napola. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Nächste Rednerin für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN ist die Abg. Nina Eisenhardt. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Antrag der AfD-Fraktion ist Ausdruck ihres Wunsches, die Zeit zurückzudrehen. Er zeigt erneut ihr fehlendes Verständnis und ihre fehlende Kenntnisse über unsere Hochschulen. Kollegin Wissler hat es schon angesprochen, in Hessen sind Staatsexamina durch Bologna nicht abgeschafft. Wer im Übrigen nicht weiß, was eine W-Stelle ist und denkt, das stünde für wissenschaftliche Mitarbeitende, sollte vielleicht nicht für sich beanspruchen, zu wissen, welche Abschlüsse für W-Stellen befähigen. Die Kleine Anfrage war vom Kollegen Kahnt nur als Hinweis für Ihre Akte. Ihr Antrag zeigt auch, dass Sie im Grunde überhaupt nicht interessiert, ob die hessische Hochschullandschaft stark aufgestellt ist. Wer glaubt, eine Identität oder Qualität der deutschen Hochschullandschaft hängt vom Dippeling ab, kennt die Hochschullandschaft nicht. Das Selbstverständnis unserer Hochschulen prägt ihre Forschungs- und Innovationsstärke, die grundgesetzlich garantierte Freiheit von Forschung und Lehre, wissbegierige Studierende und das Selbstbewusstsein, das aus Hochschulautonomie und Selbstverwaltung entwächst. Nicht der diplomierte deutsche Schäferhund ist die Identität der hessischen Hochschulen. Unsere jüngste Hochschule in Geisenheim ist stolz auf ihre Verbindung zur einzigartigen Kulturlandschaft im Rheingau. An dieser Stelle, Herr Präsident, vielen herzlichen Dank für den hervorragenden von Lade Riesling Jahrgang 2019 heute Morgen. Die Frankfurt University of Applied Science identifiziert sich mit der Diversität ihrer Studierenden und Mitarbeitenden. Die Goethe-Universität ist geprägt von ihrer Geschichte als erste Stiftungsuniversität Deutschlands von Frankfurter Bürgerinnen und Bürgern. Mit ihrer fast 500-jährigen Geschichte ist die Universität Marburg stolz auf Wissenschaftlerinnen und Persönlichkeiten, die sie hervorgebracht hat und noch heute hervorbringt. Ich könnte so weitermachen, aber ich kann Ihnen auch verraten, was rauskommt. Die Identität unserer Hochschulen ist Vielfalt, auch wenn Ihnen das nicht passt. Man muss über den Vorschlag, zum Diplom und Magister zurückzukehren, eigentlich nicht weiter sprechen. Die Debatte ist abgeschlossen. Aber es ist eine gute Gelegenheit, über den Bologna-Prozess zu sprechen. Denn der Prozess ist nicht abgeschlossen, sondern die Bologna-Follow-up-Group und die Ministerinnenkonferenzen entwickeln die Reform ständig weiter. 2009 wurde eine Strategie für die Weiterentwicklung vorgestellt. Aktuell beginnt die zweite Dekade des Prozesses, die insbesondere die Mobilität von Studierenden und Lehrenden, die Beschäftigungsfähigkeit und lebenslanges Lernen in den Blick nimmt. Ich bin gespannt auf die Beschlüsse der Ministerkonferenz im November in Rom. Die Grundidee des Bologna-Prozesses war richtig, in Europa einen einheitlichen Bildungsraum und Mobilität herzustellen, ist richtig. Die Idee, Studierbarkeit zu gewährleisten durch eine Akkreditierung, die fachliche und überfachliche Qualität in den Blick nimmt, ist ebenfalls richtig. Das sind im Übrigen auch die Kriterien, die eine gute Ausbildung ausmachen, die national wie international auch Anerkennung erfährt. Wir als GRÜNE haben den Bologna-Prozess und besonders die Umsetzung in den Hochschulen aber auch immer kritisch begleitet. Die Inhalte eines vierjährigen Magisters in einen dreijährigen Bachelor zu quetschen, war sicher keine gute Idee. Doch wir können und wir wollen die Zeit nicht zurückdrehen. Wir denken nach vorne. Aus meiner Sicht sind es mindestens drei wichtige Stellschrauben, an denen wir arbeiten müssen, um unsere Studiengänge erfolgreicher zu machen.
Alles beginnt mit der Konzeptionierung von Studiengängen und der kontinuierlichen Weiterentwicklung in den Fachbereichen. Gerade Anerkennung von Leistungen, die zur Mobilität beitragen, sind ein sehr wichtiger Teil dieses Prozesses. Wir wollen, dass Studierende wieder mobiler werden, müssen wir neben der finanziellen Sicherheit auch hier in der Gestaltung der Studiengänge anfangen. Evaluation von Lehrveranstaltungen und Studiengängen dürfen nicht in der Schublade verschwinden. Sie sind ein wichtiger Baustein der Qualitätssicherung. Mit den Studierendenkommissionen, die wir vorgesehen haben, wollen wir hierfür ein Forum schaffen, um genau diesen Dialog von Lehrenden und Lernenden, den es braucht, zu stärken. Die Akkreditierung ist die zweite Stellschraube. Der Trend geht auch in Hessen zur Systemakkreditierung, um Studiengänge in Eigenverantwortung an den Hochschulen zu akkreditieren. Dies erfordert von der Verwaltung, aber auch den akademischen Gremien eine hohe Professionalität. Deshalb darf die Systemakkreditierung keine Sparmaßnahme sein, sondern Ausdruck der Autonomie und der Qualität unserer Hochschulen. Dafür braucht es genauso wie im Akkreditierungswesen Raum für Fortbildungen, Debatten und Konzeptentwicklung. Und drittens werden wir die nichtfachlichen Lernangebote, die werden immer wichtiger. Dies liegt zum einen daran, dass die Bildungshintergründe der Studierenden immer diverser werden, aber auch daran, dass an den Hochschulen für eine sich verändernde Arbeitswelt qualifiziert wird. Nichtfachliche Lehrangebote, das sind beispielsweise studienunterstützende Angebote von Bibliotheken oder Module zum Entrepreneurship für Ingenieure. Wir wollen den Konflikt zwischen fachlichen und nichtfachlichen Angeboten um Geld und Platz im Curriculum auflösen. Die Studierenden brauchen beides für eine gute Lehre. Und auch das ist eine Hauptbotschaft des Bologna-Prozesses gewesen. Der Hochschulpakt ist dabei ein Schritt in die richtige Richtung, diesen Konflikt aufzulösen. Sehr geehrte Damen und Herren, das sind die Themen, um die es in unserem Hochschulsystem geht, wenn wir es weiterentwickeln wollen. Um es zusammenzufassen für die Antragsteller: Es kommt für Qualität am Ende auf den Inhalt an, nicht auf das Etikett. Im Bologna-Prozess geht es um einen gemeinsamen Qualifikationsrahmen, für alle verständlich. In Modulhandbüchern beschreiben wir dafür ausführlich Qualifikationsziele, die für Transparenz und Vergleichbarkeit stehen. Deshalb möchte ich einen Vorschlag für ein Qualifikationsziel in Sachen Bologna-Prozess machen. Die Politik wirkt aktiv an der Umsetzung des Bologna-Prozesses mit. Ich habe schon einige Modulhandbücher geschrieben. Deshalb verzeihen Sie mir, wenn es etwas technisch wird oder formal. Die Politikerin, / der Politiker, kann die Ziele von Bologna wiedergeben und erklären, wie sie mit dem eigenen Hochschulsystem zusammenhängen. Sie bzw. er erkennt die daraus sich ergebenden Handlungsbedarfe für seinen politischen Zuständigkeitsbereich. Die Politikerin, der Politiker, kann dabei plakative Forderungen nach den guten alten Zeiten und einer Verklärung von deutscher Identität als rechten Populismus entlarven. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat sich Frau Dr. Sommer zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Bologna-Prozess begann vor 20 Jahren, und vor 20 Jahren wäre diese Debatte vielleicht nicht so vertan wie heute gewesen. Heute, nach einer 20-jährigen Prozessphase, ist es eher unangebracht, ein Rollback zu wollen. Aber etwas anderes als ein Rollback, das kann die AfD nicht, auch nicht in der Hochschulpolitik. Uns ist schon klar, dass es Ihnen darum geht, den Diplom-Ingenieur zurückzuholen. Aber das ist nur eine Perspektive auf Bologna, meine Damen und Herren. Das wird darauf zurückgeführt, dass die Umstellung der ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge von Diplom zu Bachelor-Abschluss häufig zwar mit einer zeitlichen Straffung verbunden ist, nicht jedoch mit einer entsprechenden Kürzung des Lernstoffes, woraus sich notwendigerweise eine Stoffverdichtung ergibt. Das damalige Produkt, Diplomabschluss von deutschen Hochschulen, traf auf hohe Akzeptanz, keine Frage. Aber warum sollte dennoch ein unterhalb des Diploms angesiedelter Abschluss eingeführt werden? Und warum darauf aufbauende Studiengänge, die zum Masterabschluss führen?
Während in der Vergangenheit deutsche Hochschulen an der Ausbildung junger Führungseliten aus dem Ausland ganz wesentlich beteiligt waren, zeigte die Statistik vor über zwei Jahrzehnten, dass die Bundesrepublik eben an Anziehungskraft für ausländische Studierende verloren hatte und somit auch einen Ansehensverlust der hiesigen Hochschulen im Ausland erlitten hatte. Dies nicht begründet in der Qualität von Forschung und Lehre, sondern in den relativ strikten und starren Rahmenbedingungen des Studiums. Nachdem etwa 90% der Studienabschlüsse weltweit zum Bachelor- und Mastertitel führten, war es naheliegend, die deutschen Abschlüsse entsprechend zu orientieren. Bologna hatte so zum Ziel, dass die Studienabschlüsse europaweit vergleichbarer werden, die Studierenden und Forschenden europaweit mobiler werden und die Abschlüsse auf den Bedarf der Wirtschaft abgestimmt werden. Strukturell hat das mittlerweile unbestritten funktioniert. Die strukturellen Veränderungen, kann man sagen, also der Aufbau einer gemeinsamen Architektur von Hochschule hat geklappt. Das mit dem System Bachelor- und Masterabschlüssen, das wird Sie, meine Damen und Herren der AfD, vielleicht ärgern, hat sich aber europaweit bewährt. Auch die Mobilität wurde gesteigert. Deutsche Studierende sind mobiler als vorher. 38%, und da ist bestimmt noch Luft nach oben, haben Auslandserfahrung gesammelt. Das ist auch über dem Ziel der Europäischen Kommission. Das waren 20%. Auch ausländische Studierende kommen wieder vermehrt nach Deutschland, da die Studiengänge eben vergleichbarer sind und weniger Probleme mit der Anerkennung bestehen. Auch das wird Ihnen sicherlich ein Dorn im Auge sein, meine Damen und Herren. Und ich habe es schon mal gesagt oder Sie gefragt, Herr Dr. Grobe, warum Sie Studierenden verwehren wollen, was Sie selbst getan haben, nämlich an der University of York zu studieren. Das müssen Sie uns noch einmal irgendwann erklären, warum Sie das Privileg hatten, Sie Bologna aber zurückdrehen wollen, jungen Menschen, die sich qualifizieren wollen, Auslandserfahrung sammeln wollen, dies zu verwehren, obwohl die Mobilität in Ihrer Vita wie selbstverständlich auftaucht. Ja, sicherlich. Aber die Mobilität sollte gefördert werden und war ein explizites Ziel von Bologna, Herr Dr. Grobe. Ja, sicherlich war es nicht gut, dass vor 20 Jahren der Versuch unternommen wurde, alte Lernpläne in das neue Format zu pressen. Das ist klar. Das hat auch der Entwicklung nicht gut getan. Die Schweiz und die Niederlande hatten nicht so viel Widerstand zu dem Zeitpunkt und haben deswegen auch Bologna ein Stück weitgehender und erfolgreicher umgesetzt. Woran krankte es bei uns hier in Deutschland? Die einen sagen zu viel Bürokratie, die anderen sagen, der Transformationsprozess fand im laufenden Betrieb statt. Es gab kein Geld, keine Zeit für eine neue Konzeption der Hochschulbildung. Es gab keine Bedarfsanalysen und keine abgestimmten Konzepte. Und dennoch, die Weichenstellung war richtig. Es war eine Zeit, in der immer mehr Menschen an die Hochschulen kamen. Das System Bachelor und Master half hier, besser zu strukturieren. Inhaltlich, ja, muss der Bachelor praxisnahe werden. Das wünschen sich einerseits Studierende, andererseits auch die Unternehmen. Und in Deutschland wurde oftmals auch vergessen, dass der Bachelor noch keine Spezialqualifikation beinhaltet. Das war aber beim Vordiplom nicht anders, meine Damen und Herren. Und der Bachelor ist eben der niedrigste akademische Grad und ist quasi der erste Abschluss eines gestuften Studiums. Und er ist berufsvorbereitender Hochschulabschluss. Das ist einfach so. Und ob der Bachelor als Qualifikation für den Berufsabschluss funktioniert, scheint stark vom Fach abzuhängen. Sicherlich ist hier auch wichtig, Praxissemester durchzuführen, haben wir gerade schon gehört. Oftmals folgt so nämlich dann auch die Rekrutierung von der Uni ins Unternehmen, so jedenfalls beispielsweise die Rückmeldung aus der Betriebswirtschaft. Und dennoch, Bologna war eine gute Intention, die Grundidee, eine richtige Studienreform zu machen, bessere Betreuungsrelationen, verbesserte Curricula, bessere Wechselmöglichkeiten, verbesserter Austausch, auch international. All diese Aspekte sind positiv. Und Kollegen der AfD, Wissenschaft lebt vom Austausch.
und viele deutsche Professoren im 18. und 19. Jahrhundert haben im Ausland gelehrt. Wir haben Humboldt eben schon gehört, aber es gab auch beispielsweise Schriftsteller wie Goethe. Wir haben ja auch etwas von der Goethe-Universität gehört. Und die haben alle davon profitiert. Und deswegen ist es für mich in Ihrem Antrag die formulierte Kritik Teil Ihres ideologischen Diskurses, auch etwa die Kritik am Bachelor als akademisches Armutszeugnis, auch die Kritik an einer reinen deutschen, mit teutonischen Scheuklappen ausgestatteten Wissenschaft. Das ist nicht das, was wir unter Wissenschaft und Freiheit in der Wissenschaft verstehen, meine Damen und Herren. Natürlich gibt es Mängel, die beseitigt werden müssen, keine Frage. Die hängen aber am wenigsten, und das haben die Kolleginnen vorher auch schon gesagt, hängt am wenigsten mit der Bezeichnung eines Abschlusses zusammen und auch nicht mit einem Rollback. Damit helfen Sie keinem, weder den Studierenden noch den Beschäftigten an den Hochschulen. Und in Ihrer Rede haben Sie all diese Statusgruppen diskreditiert, in der Qualität, in der Lehre, in der Forschung, in der Wissenschaft, so wie Sie sie beschrieben haben. Hier, meine Damen und Herren, geht es eher darum, für gute Ausstattung an Hochschulen zu sorgen, damit der wissenschaftliche Mittelbau gestärkt wird, damit gute Lehre, ausgezeichnete Forschung betrieben werden kann, damit die Betreuungsrelationen verbessert werden, damit Studierendeninteressen, wie gestern beispielsweise in der Diskussion zu QSL-Mittel, besser berücksichtigt werden. Darüber lohnt es sich zu debattieren, damit die bestmöglichen Voraussetzungen an hessischen Hochschulen geschaffen werden. Sehr geehrte Damen und Herren, in Zeiten, in denen die AfD Rückzug auf nationale Interessen beschönt, kann der Bologna-Prozess weiterhin für internationale politische Zusammenarbeit helfen. Wir lehnen den Antrag ab, denn die europäische Öffnung der Hochschulen, die Kooperation, die Mobilität, die Vergleichbarkeit von Abschlüssen, aber auch die Freiheit von Forschung und Lehre sowie die Autonomie von Hochschulen, all diese Aspekte sind auch nach über 20 Jahren weiter aktuell und schützenswert vor dem Zurückdrehen zu Ihren alten, verstaubten, national verengten AfD-Szenario. Herzlichen Dank. Danke, Frau Dr. Sommer.